Dirk, ein 3:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München, den amtierenden Drittligameister. Wie zufrieden bist du mit der Leistung der Mannschaft? Ja, ich will das Ergebnis gar nicht so hochhängen. Für uns war es wichtiger, wie wir diesen Test bestehen gegen einen Drittligameister der vergangenen Saison, und der zwar den einen oder anderen Abgang hatte, aber trotzdem in der ersten Halbzeit gezeigt hat, wie schneller Fußball geht und welche Handlungsschnelligkeit die Spieler von Bayern München haben. Und da haben sie uns schon vor das ein oder andere Problemchen gestellt. In der Defensivbewegung bei uns in die Balleroberung zu kommen, aber auch bei unserem eigenen Aufbauspiel uns so zu verhalten, so zu bewegen, vor allen Dingen so zu spielen, dass wir Gefahr ausstrahlen. Ich glaube, die erste große Chance hatten wir kurz vor der Halbzeitpfiff mit Gaetan Büsmann, der am Tor vorbeischießt. Ansonsten haben wir uns sehr schwer getan, Chancen zu kreieren. Ich denke, wir hatten aufgrund mangelnder Passgenauigkeit, mangelnder Passschärfe und der Qualität der Spielweise und der eigenen Ballzirkulation, dass wir uns Chancen rausarbeiten. Und das war so ein bisschen das Manko in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit glaube ich, dass wir es ein bisschen besser gemacht haben. Bayern München 2 hat allerdings auch ziemlich stark rotiert. Und zumindest von den Gesichtern war eine sehr, sehr junge Elf auf dem Platz, der auch etwas Erfahrung fehlt, sodass wir das Spiel 3:0 gewinnen konnten. Aber ich glaube, dass wir nochmal wichtige Aufschlüsse erhalten haben über verschiedenes Positionsspiel einzelner Spieler, als auch über die Möglichkeit, flexibel zu agieren. Und das 3:0 wollen wir nicht überbewerten, sondern nehmen das als guten Beigeschmack für ein gutes Gefühl mit. Vielen Dank. Trotzdem noch eine Frage, Sie dürfen auch mit dem defensiven Verhalten, weil die Bayern hatten ja im Grunde genommen auch nur eine Kopfballchance, zufrieden gewesen sein. Ist das auch eine Taktik, das 3-4-3 gegen spielstärkere Truppen in der zweiten Liga? Ja, wir müssen sowieso sehen, dass wir taktisch flexibel agieren können, auch kurzfristig im Spiel das System mal umswitchen können. Wir haben jetzt in den 4 Vorbereitungsspielen mit 4er-Kette gespielt, mit 3er-Kette, mit ein paar mehr offensiven Spielern, mit 2 Sechsern mal, sodass wir uns viele Optionen auch für die Runde offen halten, um klar auch auf taktische Finessen des Gegners reagieren zu können, aber vielleicht um auch den Gegner mal vor verschiedene Aufgaben zu stellen. Und das ist der Hintergrund, dass wir nicht immer stur mit einem System spielen und nach Schema F verfahren, sondern mehrere Lösungsmöglichkeiten im Training auch anbieten, die uns hoffentlich auch schwieriger ausrechenbar machen.